Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC-Bruderbaustelle. Und ihr seht, es gibt wieder mal ein paar Zwischenschritte. Und ja, wie im letzten Video gesagt, hatten wir das mit der Halterung für den Motor von dem Zylinder für die Schaufel überhaupt nicht gefallen. Und deswegen habe ich mich mal hingesetzt und habe hier den Halter nochmal neu gezeichnet für die Fräse. Ja, was soll ich sagen? Das ist nicht der erste Versuch und auch nicht der letzte. Ich dachte nur, zwischendrin mache ich einmal ein Video. Ich zeige euch wahrscheinlich im nächsten Video mal die Ansammlung an Fehlschlägen in diesem Bereich. Ja, Fräsen ist nicht drucken, funktioniert das im Ganzen oder beziehungsweise im Großen und Ganzen etwas anders. Deswegen, ja, da habe ich mich erstmal ein bisschen hintasten müssen. Ich habe noch nicht so viel jetzt mit der Fräse gearbeitet. Deswegen, ja, da müssen wir jetzt einfach mal gemeinsam durch. Aber ich kann euch so viel versprechen, am Ende des Tages wird das Ganze funktionieren. Da passt das dann auch alles. Ja, ich habe das Fräsprogramm ist unwahrscheinlich lange gelaufen, weil die Parameter einfach noch nicht gepasst haben. Und deswegen. Das Programm ja, läuft relativ lange. Ich habe das jetzt hier im in der achtfachen Geschwindigkeit durchlaufen lassen, damit ihr jetzt hier nicht komplett hypnotisiert wegschlaft während dem Video. Ja, ich habe das mir gedacht, ich fräse das Ganze aus so einem Aluklotzen, den ich noch da hatte. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, das stellt sich dann am Ende des Tages noch raus. Aber ich weiß, die finale Version ist inzwischen, jetzt wo ich das Video bearbeite, durchgelaufen. Das heißt, es passt jetzt auch soweit mal alles und ich kann den Motor also mit der Aluhalterung einbauen. Ob das Fräsprogramm so beibehalten wird, also auch hier bin ich noch nach wie vor ein bisschen am Optimieren, aber ich habe zumindest jetzt einen fertigen Prototyp, den ich dann mal einbauen kann. Ja. Genau. Jetzt lassen wir das Ganze noch mal ein bisschen durchlaufen und wie ihr seht, jetzt momentan fräst er die Konturen von dem Klotz. Der Klotz schaut im Endeffekt genauso aus wie der aus Plastik. Nur mit dem Unterschied eben, dass ich hier ein Gewinde reinschneiden kann. Und nicht das Problem habe, dass ich irgendwelche Gewindehülsen oder irgendwie so ein Zeug da mühselig rein friemeln muss oder einbrennen muss. Denn hier kann ich das einfach dann so anlegen, wie ich es brauche, und von oben durchbohren. Mein Gewinde reinschneiden und dann passt es und dann brauche ich außen auch keine Schablone anfertigen oder ähnliches. Und ich glaube, das ist uns allen am meisten geholfen mit sowas.
sind in den letzten Zügen, die Löcher werden noch gebohrt und der Klotz ist soweit fertig. Genau. Weiter geht's im Endeffekt mit dem Einbau oder dem groben Anpassen von den Endabschaltern. Ich arbeite wirklich so schnell, garantiert. Ja, hier im Endeffekt jetzt mal gucken, wo was reinpasst. Das heißt, wir haben einmal die Endabschalter für die Schaufel und wir haben einmal die Endabschalter für das Teleskopieren, was wir machen müssen. Und jetzt tun wir erstmal hier den oberen anpassen. Das heißt, den zeichne ich von außen grob an, dreme mir ein Stück raus. Und das wird jetzt im Endeffekt der, der den Zylinder stoppt, wenn er ausfährt, also sprich, wenn die Schaufel zumacht. Das ist ja noch der einfachste von allen. Einfach einmal grob ausschneiden, anpassen und dann im Endeffekt durchbohren bzw. durch von außen einmal anbohren und festschrauben. Das Ganze übrigens relativ bündig oben mit dem Plastik. Das heißt, nicht die, also nicht die, die Feder bündig, sondern das Gehäuse von dem Endabschalter wird bündig eingebracht. Ich habe gehofft, dass ich es aufs erste Mal schaffe. Ich kann euch jetzt schon spoilern. Ich schaffe es nicht aufs erste Mal, genau den richtigen Druckpunkt zu haben. Und deswegen, also ich mache immer erst ein Loch, schraube das dann fest. Und dann das zweite. Aber das Problem ist hier, ich kann es nicht testen, solange es nicht eingebaut ist. Das heißt, ich habe es jetzt hier wirklich beidseitig eingebaut und danach festgestellt, es passt noch nicht ganz und habe dann ein Loch zu einem Langloch einfach weiter ja, vergrößert. So sieht das Ganze dann aus. Ist wie gesagt relativ bündig. Ihr tastet noch ein bisschen falsch, aber das wird gleich noch behoben. Ich hätte es natürlich testen sollen, bevor ich von außen ansenke. Das wäre mit Sicherheit noch sinnvoller gewesen, aber ja, man lernt nie aus. Und auch ich mache manche Fehler einfach immer wieder. Das gehört eindeutig dazu, weil ich dachte, ja, wird genauso passen, wie es ist. Ja. Wir werden es sehen. Und dann muss man einfach noch mal ein bisschen ran. Der Druckpunkt hier oder der Tastpunkt ist natürlich wahnsinnig klein von der Schaufel. Und ich hätte es natürlich auch so lassen können. Allerdings wäre es dann so gewesen, dass ich auf den vorderen Stück ja so ein, zwei Millimeter Schlusspunkt verschenkt hätte. Und das hätte vorne an der Schaufel mit Sicherheit fast ja, einen halben Zentimeter ausgemacht. Also das ist ja, das potenziert sich einfach dann über die Länge und über den Hebel dann so hoch. Das wollte ich dann nicht. Also so ist er jetzt eingebaut. Und da drückt es dann drauf. Und genau, jetzt löst er im Endeffekt aus. Und zwar, wie gesagt, ich koste das noch nicht ganz aus. Ich habe hier also noch ein bisschen mehr Spiel und noch ein bisschen wo ich ein bisschen nachjustieren muss, dass er einfach später drückt. Dementsprechend muss ich hier nochmal nacharbeiten. Ja, jetzt habe ich es mal andersrum probiert. Geht natürlich gar nicht. Also da reißt er im Endeffekt sofort die Feder ab. Völliger Quatsch. Ja, Versuch war es wert. Aber das war es auch schon. Genau, also ihr seht, ich muss hier im Endeffekt ein Langloch machen. Und da bohre ich jetzt einfach noch mal rein.
Das ist auch gar kein Thema. Das hat sich gleich behoben. So hat man ein bisschen das, dass man nachjustieren kann. Wie gesagt, wäre natürlich clever gewesen, wenn ich vorher noch nicht gesenkt hätte. Aber so habe ich halt ein gesenktes Langloch jetzt bekommen und kann jetzt aber damit die Höhe variieren und den Tastpunkt einfach dementsprechend verändern. Ja. Und durch das, dass der relativ wenig über die Feder, sondern eigentlich fast direkt auf diesen Taster draufdrückt, habe ich damit der Feder nicht so viel ja, zum Nachjustieren. Also nicht so wie bei den anderen, ich sage jetzt mal beim Kipper, wo ich sagen kann, ich kann die Feder einfach so verbiegen und so von der, vom Stellwinkel her verändern. Das habe ich hier nicht in dem Fall, sondern der drückt direkt drauf. Und dementsprechend kurz ist das Ganze. Ihr seht, jetzt ist es ein bisschen steiler angestellt. Und dadurch drückt er einfach einen halben Millimeter später. Und, also übrigens, keine Angst, wir machen das Ganze oder beziehungsweise wir bauen das Ganze dann auch gemeinsam nochmal in langsam ein. Das ist ja jetzt nur so dieser Zwischenschritt, wo ich schon mal das anpasse und gucke, wo muss was hin, wo kann was hin. Ja, ist jetzt passt es. Und jetzt ist er wirklich, liegt er im Endeffekt an, also der hat einen maximalen Weg und dann kommt erst dieser Kontakt zustande, wo er schließt. Genau, den anderen will ich unten einbauen, beziehungsweise oben außen drauf, so dass diese Seite drückt. Ja, hier brauche ich ein Adapterbauteil. Das werde ich noch im Nachgang anfertigen und am Ende dann verbauen. Mit diesem Bauteil beheben wir auch gleichzeitig das Problem mit der Befestigung von dem Zylinder. Wo ich schon gesagt habe, da habe ich ein bisschen wenig Platz für einfach eine Schraube und eine Mutter, dass ich den Zylinder hier richtig schön festmachen könnte. Und das wird damit gleich mitbehoben, das Problem. Das heißt hier, ja, muss ich jetzt einfach bloß mal grob meine Ideen zusammenspinnen, wie wir es machen können. Aber wie gesagt, am Ende wird es hier genau diese Lösung im Endeffekt auch sein. Machen wir weiter mit dem Arm. Das heißt, hier müssen wir noch mal ein bisschen nacharbeiten und das unten hier gerade diese Fahne abschneiden. Das ist schon mal im Endeffekt die Vorbereitung auf das spätere, auf den Hubmechanismus, den wir nachher mal einbauen wollen. Auf der anderen Seite habe ich es schon gemacht. Das heißt, da diese Fahne unten kommt auf jeden Fall weg. Und dann wollen wir jetzt den Endabschalter einbauen für das Teleskopieren, das ist eigentlich ganz wichtig. Dann sparen wir uns irgendeine Markierung. Ja, hier habe ich noch gedacht, ich kriege den so unten rein. Allerdings stört er dann mit der Spindel. Deswegen. Hier habe ich ein bisschen abgezwickt. Würde ich jetzt so nicht mehr so weit abzwicken, denn es ist natürlich ganz praktisch, wenn der ein bisschen höher steht als ja, die Führungsschiene. Also ich habe den jetzt wirklich relativ plan mit dem anderen Plastikteil hier abgezwickt gehabt, diesen Poppel. Aber ja, ein Müh höher tut es auch. Also ihr könnt die gleiche Lösung hier nehmen und das hier dann einfach durchbohren. Und wie gesagt, hier dachte ich noch, ich kann den hier so hinschrauben. Ich habe dann eine Mutter einfach nochmal unten zwischen reingelegt, damit ich wieder um das Stück höher komme. Denn ich habe natürlich nicht bedacht, dass wenn ich das hier plan mache, dass ich dann auf der anderen Seite muss ich ja noch mit dem Plastik von dem Teil, das rausfährt, ja auch noch unten rein. Das ist natürlich völliger Quatsch. Und ich habe eigentlich ja den Platz, also ich habe ja die Breite nach oben hin. Da muss ich also nicht ganz da unten irgendwo miteinander geiern. Würde ich jetzt nicht machen. Die beste Höhe ist, glaube ich, wirklich, wenn ich sage, ich gehe von der Außen, also von der Kante, von der inneren Kante in dem Fall, also da, wo sich die zwei Schalen dann treffen, gehe ich einfach um die Dicke des Endabschalters nach unten und da schneide ich es dann ab, dass das also bündig ist. Dann bin ich relativ weit weg, aber ich habe immer noch den Vorteil, dass ich eigentlich diese andere Schale nicht berühre. Und ja, so würde ich es jetzt im Nachgang nochmal machen.
Genau, jetzt komme ich nämlich zu dem Problem. Ich bin zu tief. Jetzt kriege ich das Teil nicht mehr rein. Ist natürlich super. Muss das wieder aufschrauben. Hat mir alles nicht gefallen. Und jetzt passt zwar noch alles, aber es fehlt ja natürlich jetzt noch die Spindel. Und sobald die Spindel oben drüber muss, die würde dauernd mir an der Fahne streifen, beziehungsweise hat das Potenzial, oben an die Fahne zu kommen. Ist natürlich blöd. So, rausfahren tun wir an dieser Position übrigens die vollen 11 cm, ist also perfekt. Von dem her, so kann man dann auch weiterarbeiten. So, und wie ihr seht, ich bin jetzt gerade dabei festzustellen, dass das so nicht ganz funktioniert. Und ja, jetzt wird das Ganze nochmal nachgemessen. Und jetzt markiere ich mir das unten und ich muss es unten ausschneiden. Es hilft alles nichts. Und das Lustige daran ist eigentlich, bei dem ersten Manitou, den ich umgebaut habe, habe ich das auch unten ausgeschnitten. Und jetzt beim ersten Einbau dachte ich mir, ja gut, jetzt habe ich vielleicht einfach kleinere Endabschalter gefunden und hatte damals vielleicht nur einfach so Riesenklopper. Ja, nee, das war tatsächlich so ziemlich das Gleiche und hatte auch hier das Problem, dass ich einfach um so ein Müh um ein paar Millimeter nach unten raus muss, weil der Endabschalter sonst nicht reingeht. Ja, habe ich also jetzt hier im Endeffekt auch gemacht. Das heißt, ich habe das jetzt hier unten geöffnet und der guckt ein bisschen unten raus. Wie ich das dann nachher kaschiere, das weiß ich nicht. Aber auch das werden wir gemeinsam dann im Nachgang
einbauen. Leider Gottes, ich sehe ja die Kamera nicht in dem Moment. Ich bin da auch relativ konzentriert natürlich. Man soll es manchmal nicht meinen, aber ich bin da tatsächlich konzentriert und schaue jetzt nicht dauernd, was die Kamera aufnimmt. Deswegen ist es auch immer wieder hier und da mal ein bisschen aus dem Bild, weil es mir tatsächlich dann auch wichtiger ist, dass ich sehe, was ich mache. Und dementsprechend, ja. Also vorne ist drin und jetzt habe ich mal hinten angezeichnet und dieser schwarze Fleck ist im Endeffekt der freie Platz zwischen dem schwarzen Motorträger und dem Alu-Klotzen vorne. Deswegen genau in dieses Feld muss jetzt der Endabschalter eingebaut werden. Wie ihr seht. Ja, also ich habe im Endeffekt den Motorträger mit der Welle da eingebaut und habe dann einfach mir angemarkert, wo das Ganze frei ist. Und dementsprechend kommt der Endabschalter da hinein. Das heißt, nachher kommt der Klotz fährt zurück und trifft im Endeffekt auf die Feder, beziehungsweise in dem Fall das Plastik. Hier bin ich ein bisschen weiter unten, deswegen habe ich jetzt hier auch mit der Welle weniger Probleme und komme hier sehr gut hin. Noch und hoffe ich. Wer weiß. Manche Sachen zeigen sich dann auch erst im späteren Zusammenbau. Beziehungsweise dann, wenn es komplett ist, wenn dann die Kabel noch mit drin sind und so weiter. Das sieht man erstmal, wie eng und fuddelig das ganze Zeug im Endeffekt dann geworden ist. Und wo vielleicht die Kabel falsch liegen oder dann doch wieder irgendeine Nase ansteht oder ähnliches. Also da kommt immer noch was Neues. Deswegen, also wir sind immer noch beim Prototypenbau im Endeffekt. Ja, das darf man nicht vergessen. Ich habe den zwar ja, wie gesagt, und wie ihr wisst, schon umgebaut und erinnere mich an einige Sachen, die ich so gemacht habe. Aber ja, viele Sachen sind einfach raus, beziehungsweise ich habe jetzt keine Bemaßungen. Ich muss mir das also auch nochmal zusammensuchen, raussuchen, überlegen, wo kommt es hin, wo mache ich es hin, wie mache ich es vielleicht am besten hin. Ja. Probieren geht über Studieren in dem Fall. Aber das funktioniert soweit schon mal ganz gut. Bin ich schon mal happy. Und jetzt kommt hier auch nochmal der Test, ob das mit der Welle funktioniert, ob ich da vorbeikomme. Der Motorträger hat sich übrigens auch nochmal verändert in der Zwischenzeit. Da ist auch schon wieder eine neue Lösung am Start, beziehungsweise eine veränderte Version, die hier besser reinpasst. Und einfach auch hier ein paar Probleme in Anführungszeichen behebt. Und ist jetzt einmal nicht aufgepasst. Schon passt wieder was nicht. Das ist ja, wie es halt manchmal so ist. Aber nichts, was man nicht beheben könnte. Wichtig ist, dass am Ende funktioniert. Ach genau, da stand es an den Schrauben an. Das heißt, ich muss jetzt hier die senken. Was mir überhaupt nicht gefällt, denn eigentlich wollte ich ja von außen Senkkopfschrauben in M2 reinmachen, dass das außen bündig ist und innen drin eine Mutter. Das funktioniert hier allerdings leider nicht, denn ich habe hier wirklich so wenig Platz. Das heißt, ich muss wirklich außen die M2-Mutter drauf machen. Wie gesagt, es war jetzt nicht der Masterplan und wollte ich eigentlich auch nicht. Ich finde es aber an sich jetzt auch nicht so schlimm, denn es ist eine Baumaschine und da darf auch draußen auch mal eine Mutter zu sehen sein. Das ist jetzt nicht so, dass wir hier irgendwie den Sportwagen bauen, wo alles windschnittig und alles mit Plastik und Carbon verkleidet und was weiß ich nicht alles. Das haben wir ja hier nicht. Ja, die Baumaschinen haben das des Häufigeren auch in echt, dass man hier und da tatsächlich mal irgendwie eine Schraube sieht, glaube ich. Habe ich gehört. Ja, sollte also auch nicht so schlimm sein. Ein bisschen Deko schadet nie, auch an der Außenseite. Aber wie gesagt, so war eigentlich nicht der Plan. Das heißt, ursprünglich war der Plan natürlich, dass ich von außen die Senkkopfschrauben reinmache. Aber gut.
Ja, irgendwas fehlt immer. Ich bin viel am Hin und Her rennen, wie ihr seht. Also das ist übrigens alles durch zweifache Geschwindigkeit. Aber es funktioniert auf jeden Fall mal. Es passt rein. Das ist das Wichtige. Genau. Hier saß ich ja jetzt schon relativ lange dran. Ihr seht ja mit schnellem Vorlauf, wie lange trotzdem das Video geworden ist, trotz Schnitt und allem drum und dran. Ja. Das Druckteil ist auf jeden Fall auch fertig geworden, noch für den vorderen Schalter. Und da muss man ein bisschen was wegschneiden. Leider ist das Video hier extrem kurz geworden, denn ich habe die Kamera jetzt nicht zwischendrin immer wieder geladen, beziehungsweise teilweise war sie auch nochmal an. Das heißt, jetzt ist gleich das Bild leider zu Ende, aber wir bauen das, wie gesagt, nochmal gemeinsam ein. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, abonniert meinen Kanal, freue mich über jeden Daumen nach oben und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video gemeinsam. Bis bald!